Hallo, ich bin Tina von der Fit for Fun und ich habe für euch einen neuen Fitness-Tracker getestet. Der ist jetzt im Frühjahr neu rausgekommen. Das ist der Fitbit Charge 4. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, es gibt doch schon den Dreier und der läuft so gut und ist so beliebt. Was soll denn jetzt der Charge 4 alles noch besser können? Lohnt sich das? Was sind da vielleicht die Unterschiede und die neuen Features? Das erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben jede Woche 2 neue Videos und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Fit for Fun Kanal, aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Wer vielleicht ein Fitbit Wearable schon mal hatte oder auch das Charge 3 bereits kennt, der wird wissen, dass Fitbit sich vor allem durch diese tolle, intuitive App auszeichnet. Die sieht nicht nur hübsch aus, sondern da hat man auch wirklich viele Daten wunderbar aufbereitet. Ich finde persönlich sehr cool diese automatische Sportartenerkennung. Die hat kein anderer Anbieter in der Form. Und natürlich das Schlaftracking. Das ist sehr, sehr detailliert, sodass ich auch immer sehe, ob nicht nur wie lange habe ich geschlafen, sondern auch wie erholsam war mein Schlaf. Daher bin ich jetzt mal gespannt, was kann das Charge 4 denn, was das 3 vielleicht noch nicht kann. Also angefangen bei der Optik gibt es noch keine so großen Unterschiede zu sehen vom Charge 3 zum Charge 4. Die Größe hat sich eigentlich kaum verändert. Es ist immer noch relativ unauffällig, recht sportlich. Man hat hier weiterhin eben dieses Silikonarmband und das Touch-Display hinter dem Gorilla-Glas. Es ist relativ robust alles, ganz gut verarbeitet. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt hier dieser Spalt. Der ist relativ breit, sodass sich da eben auch gerne mal Schmutz oder Staub absetzt. Weiterhin haben wir hier schwarz-weißes Design, also kein farbiges Display. Die Verarbeitung ist gewohnt solide von Fitbit, also es ist angenehm zu tragen. Es muss natürlich eng anliegen, damit es auch den Puls zuverlässig messen kann. Gleichzeitig ist jetzt aber hier neu, dass dieser optische Pulssensor so ein bisschen nach innen eingearbeitet ist. Also der stört wirklich gar nicht mehr, der scheuert nicht, den merkt man kaum noch. Und dann gibt es ja nur einen einzigen Knopf ja an diesem Fitness-Tracker und der liegt hier außen auf der linken Seite und ist quasi auch nach innen gewölbt. Das heißt, der stört halt auch überhaupt nicht mehr, wenn ich das Handgelenk bewege, vibriert aber leicht, sodass ich dann halt auch merke, ich habe jetzt diesen Home-Knopf gedrückt. Weiterhin vielleicht noch wichtig zu wissen, es gibt das Modell in Schwarz, aber auch dunkelblau und auch in Bordeaux-Rot. Und man kann über den Shop auch noch verschiedene Armbänder kaufen, um vielleicht auch nochmal ein anderes Design zu kreieren. Die Abmessungen sind gleich geblieben zum Charge 3, deswegen hat man da eine große Armbandauswahl mittlerweile. Machen wir diese typische Uhrenbewegung, aktiviert sich das Display und das ist auch ausreichend hell, das lässt sich auch im Sonnenlicht gut erkennen. Allerdings ist mir persönlich die Anzeigedauer etwas zu kurz. Auch gerade beim Sport habe ich gar nicht die Möglichkeit, alle Daten schnell einzusehen. Aber dafür hält der Akku besonders lange wieder. Also wir haben auch hier wieder eine Woche Laufzeit bis zu 7 Tagen. Aufgeladen ist das Charge 4 aber auch innerhalb von 2 Stunden wieder. Ja, apropos Sport, was hier wirklich neu ist bei dem Charge 4 Tracker, ist eben das integrierte GPS. Ich bekomme eben meine Pace angezeigt, die zurückgelegte Strecke, die Dauer. Sogar das geht so weit, dass ich die einzelnen Herzfrequenzzonen nachvollziehen kann über die Streckenabschnitte in der App später. Das bedeutet, ich kann jetzt beim Laufen, Radfahren, was auch immer, mein Smartphone zu Hause lassen. Vorausgesetzt natürlich, ich kann unterwegs auf Musik verzichten, denn die lässt sich zwar steuern über den Charge 4, allerdings brauche ich dazu natürlich irgendwie ein Endgerät, weil es gibt hier nur die Spotify-Anbindung. Ich kann nicht Musik selbst auf dem Charge 4 speichern, sondern ich brauche dann ein Handy mit Kopfhörern oder eine Musikbox zu Hause. Dann kann ich aber hier wunderbar die Lieder weiter swipen oder mir meine Playlist aussuchen. Das ist ein ganz nettes Feature auf jeden Fall. Fitbit ist ja bekannt für die automatische Sportartenerkennung, was natürlich super ist, weil desto mehr ich das Wearable trage, umso besser lernt es mich eben kennen und weiß dann, ah okay, jetzt tanzt sie, jetzt rennt sie, jetzt fährt sie Fahrrad. Allerdings muss man jetzt nochmal dazu sagen, wenn ich mit GPS unterwegs sein möchte, dann muss ich das immer nochmal schnell aktivieren über das Wearable, einfach um Akkuleistung zu sparen. Also da wird der
das GPS nicht automatisch quasi aktiviert, sondern das muss ich als Nutzer selber machen. Neben dem integrierten GPS und dieser Spotify-Anbindung gibt es noch ein neues Feature und das sind die Aktivzonenminuten. Die hat Fitbit jetzt nochmal neu eingeführt bei dem Charge 4, einfach um die Leute zu animieren, wirklich auch mehr Sport zu machen, ihren Puls regelmäßiger nach oben zu bringen. Und dabei orientiert sich Fitbit an den Vorgaben der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die ja empfiehlt, dass man 150 Minuten pro Woche Sport treiben sollte. Das bedeutet, Schritte zählen war gestern. Heute schauen wir sozusagen, dass wir den Puls einmal schön nach oben bringen. Und zwar idealerweise eben 150 Minuten pro Woche. Fitbit unterscheidet da in Fettverbrennung, dann Cardiotraining und Höchstleistungstraining. Für die letzteren, also dieses Höchstleistungstraining und das Cardiotraining, bekommt man auch doppelte Punkte. Und das animiert ungemein, dass man auch regelmäßig seinen Sport macht. Neben diesen Aktivzonenminuten könnt ihr natürlich trotzdem weiterhin Schritte zählen. Ihr könnt euch aber auch Trainingsziele setzen, dass man sagt, hey, ich möchte viermal die Woche trainieren. Gleichzeitig könnt ihr euren Wasserhaushalt verfolgen, indem ihr sagt, 2 Liter am Tag möchte ich trinken beispielsweise. Ihr könnt euren Schlaf natürlich tracken und euch Ziele setzen, wie etwa 7 Stunden pro Nacht sollten es schon sein. Und ihr könnt über die Fitbit-App auch direkt eure Ernährung tracken und braucht da keine weitere App für. Das läuft dann alles in einer Plattform, was ich sehr praktisch finde. Und was ja schon Standard von jedem Wearable ist, ist einfach diese Erinnerung an regelmäßige Bewegung. Also jede Stunde mal kurz aufstehen, ein paar Schritte laufen. Kann das Charge 4 auch alles natürlich. Wer vielleicht schon das Charge 3 kennt, weiß auch um die guten Schlaffunktionen. Also das Schlaftracking ist sehr genau, weil es mit Hilfe des Herzfrequenzsensors eben auch erkennt, ob ich tief schlafe oder leicht schlafe. Und es gibt jetzt eben auch schon für das Charge 3 dieses Pulsoximeter, das aktiviert wurde. Und zwar überwacht das in der Nacht die Sauerstoffsättigung im Blut. Und das könnte dann eben Hinweise geben auf Lungenerkrankungen oder auch Schlafapnoe. Natürlich ersetzt so ein Fitbit-Wearable dann keinen Arztbesuch, das ist ja klar. Aber es könnte eben Hinweise geben, dass man vielleicht mal einen Arzt aufsuchen sollte. Wo wir gerade beim Thema Schlaf sind, natürlich hat der Charge 4 Tracker eben auch einen integrierten Wecker, der dann ganz sanft über Vibrationen am Handgelenk mich weckt. Es funktioniert auch zuverlässig. Was man vielleicht auch schon vom Charge 3 kennt, ist diese Relax-App, die hier auf dem Gerät mit installiert ist und einem so Atemanleitungen gibt, um sich ein bisschen zu entspannen über 2 oder 5 Minuten. Ist ein ganz nettes Alltagsfeature. Und ansonsten haben wir noch im Alltag die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen über Fitbit Pay. Dann habt ihr noch die Chance, euch mit Freunden zu messen und könnt über die Fitbit-App eben Freunde, euch mit Freunden verknüpfen und euch gegenseitig so ein paar Challenges aufgeben oder eben mal schauen, wer schafft mehr Schritte oder Aktivminuten. Ist auch ein ganz nettes Feature. Wie gewohnt haben wir natürlich auch beim Charge 4 wieder die Push-Benachrichtigung vom Smartphone. Das muss man natürlich über die App kurz freigeben, dass das Gerät dann eben auf WhatsApp, Instagram, E-Mail-Benachrichtigungen zugreifen darf. Dann bekommt ihr hier eine kurze Info, da ist eine Nachricht auf dem Handy eingelaufen. Android-User haben sogar das Glück und können da mit einer vorgefertigten Kurzantwort direkt darauf reagieren über das Handgelenk. Diese Funktion gibt es allerdings für Apple-Nutzer derzeit noch nicht. Der Charge 4 von Fitbit ist natürlich nach wie vor ein Fitness-Tracker, ein Activity-Tracker und keine Smartwatch. Dennoch gibt es natürlich ganz nette Apps oder auch Anbindungsmöglichkeiten wie zu Spotify. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, euch mit Drittanbietern zu verknüpfen, sei es mit dem Peloton Bike oder mit Runkeeper oder mit verschiedenen Ernährungs-Apps. So habt ihr dann immer ein umfassenderes Bild über eure Fitness- und Gesundheitsdaten in einer Anwendung. Ist natürlich ganz praktisch, auch gerade wenn man jetzt Abnehmziele verfolgt. Trotzdem hat Fitbit natürlich auch weiterhin den eigenen integrierten Ernährungstracker, was ganz praktisch ist, weil ich da gar nicht in eine extra App gehen muss, sondern das alles in einer Anwendung habe. Für Frauen gibt es natürlich auch nach wie vor noch den Zyklus-Tracker, sodass man auch da, wenn man möchte, immer den Überblick hat.
Wenn wir ein Fazit ziehen wollen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, der Charge 4 lohnt sich definitiv. Das ist wirklich der modernste Fitness- und Activity-Tracker derzeit auf dem Markt. Natürlich auch nach wie vor diese attraktive Fitbit-App, die einfach super intuitiv und hübsch aufbereitet ist. Und auch Fitbit zeichnet sich natürlich aus durch diese automatische Sportartenerkennung und das super Schlaftracking. Wenn man sich jetzt aber fragt, Charge 3 oder Charge 4, die Unterschiede sind ganz klar drei Punkte. Einmal integriertes GPS, dann die Anbindung zu Spotify und drittens die neue Aktivzonen-Minuten-Funktion. Die bieten eben nur diese drei, das Charge 4. Und das Charge 3 hat aber natürlich auch die soliden Funktionen, die wir schon kennen, wie lange Akkulaufzeit, gutes automatisches Fitness-Tracking und so weiter. Das Charge 3 ist derzeit für etwa 130 Euro verfügbar, je nach Anbieter, und das Charge 4 für etwa 150 Euro. Ja, das war unser Test zum Fitbit Charge 4. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. Und uns interessiert auch immer, welche Activity-Tracker nutzt ihr denn so? Oder gibt es einen, worüber ihr mehr erfahren wollt? Auch dann schreibt uns gerne in die Comments. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.